Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir haben noch, ich denke, zwei Folgen vor uns, bevor wir mit der Hauptquest weitermachen können. Und zwar befinden wir uns gerade, ich muss mal eben schauen, relativ zentral. Ich bin hier von der leeren Stadt hochgeritten bis nach hier in der Nähe von dem Turm der Lügen. Da gibt es die Quest Wahrheit, Lügen und Gefangene. Und die werden wir jetzt in der heutigen Folge machen. Oh, das ist einfach schrecklich. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Ich kann das schaffen. Wirklich. Alles, was ich tun muss, ist... Oh, wie mache ich denn da was vor? Ich kann es nicht schaffen. Auf gar keinen Fall. Warum habe ich je gedacht, dass ich es in die Kriegergilde schaffen würde? Was macht ihr hier draußen? Ich versuche mir zu überlegen, was ich als nächstes tue. Ich gehöre zur Kriegergilde. Wir wurden angegriffen. Von Daedra. Sie haben meine Kameraden gefangen. Sie haben sie in das Gefängnis dort unten gebracht. Ich bin nur ein Speer. Ich kann nicht gegen Daedra kämpfen. Aber ich wette, dass ihr es könnt. Wie gelangt man in dieses Gefängnis hinein? Es gab da ein Portal. Die Daedra haben es benutzt. Aber es ist verschwunden. Soweit ich das sehe, ist der einzige Weg dort hinein, ins Wasser hinunterzuspringen. Sucht nach Skordo, wenn ihr tapfer genug für einen Sprung seid. Er ist ein großer Ork. Er weiß immer, was zu tun ist. Ich werde hineinspringen und der Kriegergilde helfen. Was würde ich nicht darum geben, an einem schönen, sicheren Ort zu sein? Vielleicht eine Taverne irgendwo. Warm. Einen Humpen Ale. Gute Gesellschaft. Stattdessen bin ich in Kalthafen. Wenn Molag Bals Diener mich nicht töten, wird Skordo es bestimmt tun. Was könnt ihr mir sonst noch über diesen Ort erzählen? Die Daedra nannten es den Turm der Lügen. Ich habe mich umgeschaut, nach Treppen oder nach so etwas wie einem geheimen Eingang gesucht. Doch ich hatte kein Glück. Das Wasser sieht aber ziemlich tief aus. Das sollte ein Kinderspiel werden. Wisst ihr, warum sie dieses Loch den Turm der Lügen nennen? Ich schätze, Molag Bal hat versucht, einen Witz zu machen. Es ist in Wahrheit nur eine tiefe Grube. Der Turm ist also eine Lüge. Versteht ihr? Eine Lüge. Nein? Ich verstehe es auch nicht. Aber vielleicht gab es hier einmal einen Turm. Das würde wahrscheinlich mehr Sinn ergeben. Welche Aufgabe habt ihr in der Kriegergilde? Ich bin ein Waldelf. Ich bin kein Frontsoldat, wenn ihr darauf anspielt. Wenn ich schon kämpfen muss, dann lieber aus sicherer Entfernung. Wie dem auch sei. Wenn ihr von hier abspringt, solltet ihr kein Problem haben. Ich weiß eure Hilfe wirklich zu schätzen. Wenn ich dennoch überlebe. Wie habt ihr es geschafft, nicht gefangen genommen zu werden? Es gab viel Geschrei, Kämpfe und Durcheinander. Ich bin kleiner als die meisten Krieger, daher kann ich mich auch gut bedeckt halten. Also habe ich mich versteckt. Ich bin nicht stolz darauf, aber wenigstens kann ich Ihnen jetzt noch helfen. Oder vielmehr kann ich jemanden wie euch holen, um Ihnen zu helfen. Ihr hattet jemanden namens Skordo erwähnt? Skordo weiß alles und er ist zäh wie Leder. Hauptmann Eilram und Arak mögen das Kommando haben, aber es ist Skordo, der dafür sorgt, dass in unserer Einheit alles rund läuft. Ich schlage vor, dass ihr als erstes mit ihm sprecht, bevor ihr dort unten irgendetwas anderes macht. Ja, kein Problem, vorausgesetzt wir überleben den Sturz. Ich hoffe... Ach, wir springen einfach mal. Kamikaze! Wir haben es überlebt, sehr schön. Ich muss mich übrigens schon mal im Voraus entschuldigen. Ich habe wirklich den Hals voller Schleim. Das heißt, ich werde mich wohl das ein oder andere Mal des Öfteren räuspern müssen, damit ich überhaupt vernünftig sprechen kann. Also es tut mir jetzt schon leid. Seid ihr wirklich gerade in diese Schleimgrube gesprungen? Ihr seid entweder ausgesprochen tapfer oder wirklich dumm. Meine Vermutung, ein wenig von beidem. Gwilia hat mich geschickt, um zu helfen. Natürlich hat er das, dieser magere Schwächling. Wenn er nicht wäre, würden wir gar nicht in diesem Schlamassel stecken. Ein Dremora-Magier hat hier das Sagen. Er trübt einem den Geist, bricht den Willen. Ich bekomme meine Soldaten einfach nicht in den Griff. Also, wie kann ich helfen?
Die fetten Ogrim-Bastarde haben meine Freunde fortgeschleppt. Wir haben uns gemeinsam der Gilde angeschlossen. Es ist schlimm, dass sie von Ogrim gefoltert werden. Ihr rettet Sinfai, Borgard und Vikort. Ich suche Aufseher Arus. Dann können wir beide uns seiner annehmen. Ein für alle Mal. Ich habe noch ein paar Fragen. Natürlich habt ihr das. Nur macht schnell. Wozu zwingen sie euch hier unten? Mich? Nicht viel. Niemand schubst Skordo herum. Aber die anderen? Sie klopfen so lange Steine, bis sie umfallen und von den Ogrim gequält werden. Manchen wird sogar die Seele herausgerissen. Es verwandelt sie in leere Hüllen. Ein solches Schicksal würde ich nicht einmal einem Elfen wünschen. Warum habt ihr nicht zu entkommen versucht? Wir haben es versucht, aber dieser Ort ist seltsam. Die meisten von uns haben aufgegeben und den nötigen Willen verloren, Widerstand zu leisten. Es hat nicht auf jeden die gleiche Wirkung, aber es erschwert das Organisieren. Vielleicht können wir sie aufheben, wenn ihr die Lage hier etwas aufmischt. Vielleicht. Kommen all diese Gefangenen von der Kriegergilde? Seht ihr die Glaskugel? Nein? Dann bin ich auch kein Hellseher. Es gibt hier unten einen Haufen Gefangene von überall her. Sogar eine Dremora. Ist wahrscheinlich Molag Bal auf die Füße getreten. Aber ich weiß es nicht genau. Und es schert mich auch nicht. Eine Dremora? Ist sie eine Gefangene? Nun, sie ist keine Wache. Aber falls sie eine Gefangene ist, dann machen ihr die Ogrim jedenfalls keine Scherereien. Um ehrlich zu sein, würde ich selbst gerne wissen, was mit ihr los ist. Mir ist aufgefallen, dass sie euch die ganze Zeit beobachtet, seitdem ihr in unsere kleine Feier hier hereingeplatzt seid. Wie konnte sich ein so harter Kerl wie ihr fangen lassen? Ich bin nicht der Einzige. Eine ganze Gruppe von uns wurde von den Daedra gefangen. Wir teleportierten uns nach Kalthafen, um gegen Molag Bal zu kämpfen. Aber das lief nicht unbedingt nach Plan. Wir sind hier unten, unsere Hauptleute dort oben. Und wir stecken bis zum Hals in Orgrimdung. Okay. Da ist noch eine Scherbe, die holen wir uns erstmal zwischendurch. Und dann müssen wir die Leute finden, von denen der gesprochen hat. Basti, du machst mir langsam Angst. Du erscheinst immer so plötzlich. So, ich würde sagen, wir gehen hier rum. Ah, da links rein, genau. So, hier war das, ne? Ja. Den nehmen wir natürlich mit. Borgard ist anscheinend noch nicht sehr lange tot. Ja, dann geht's weiter. Ich würde sagen, erstmal da oben rum. Haltet durch, Jungs und Mädels. Ich werde euch holen. Ich werde euch befreien. Den nehmen wir auch noch mit. Skordo hat euch geschickt, nicht wahr? Ja. Dem großen Vater sei Dank. Ich nehme mir lieber noch eine Waffe mit, bevor ich mich mit Skordo treffe. Vielleicht erledige ich auf dem Weg dorthin ja ein oder zwei Orgrims. Das wäre toll. So, dann suchen wir Nummer 3. Das war ein bisschen blöd, daran kann ich mich noch erinnern. Nee, Moment, das war hier unten. Dann war das danach ein bisschen blöd. Weil da war nämlich was. Wo man nach oben musste. Moment, ich befreie dich sofort, aber hier ist Rubedit erst. Eure Sorgen und Verzweiflung sind meine Nahrung und ich bin halb verhungert. Aha. Skordo hat einen Treffpunkt im nördlichen Teil der Grube eingerichtet. Wir treffen uns dort. Im nördlichen Teil der Grube. Das wäre eigentlich rechts von mir. Verdammt, sie hat es nicht geschafft. Findet eure Ahne, meine Freundin. Und wisset, dass Vikort euch rächen wird. Aber sein Treffpunkt ist nicht im Norden, sondern genau auf der anderen Seite. Wo läuft der denn jetzt hin? Hallo? Na gut, soll er halt, wenn er Angst hat. Puh. Skordo. Wie lief es? Sind meine Gefährten sicher? Borgard hat es nicht geschafft. Aber ich habe Sinfei und Vikort befreit. Verdammt.
Borgard war ein guter Soldat und ein guter Freund. Aber danke, dass ihr den anderen geholfen habt. Ich habe nach Aufseher Arus Ausschau gehalten. Aber er ist noch nicht aus seinen Gemächern gekommen. Wir brauchen seinen Schlüssel. Warum brauchen wir den Schlüssel des Aufsehers? Der Schlüssel öffnet den Durchgang zum nächsten Stockwerk. Dorthin haben sie Hauptmann Eilram und Hauptmann Arak gebracht. Wenn es einen Weg aus dieser Orgrim-Mistgrube gibt, dann ist er irgendwo da oben. Sobald ihr den Schlüssel habt, solltet ihr nach oben gehen und nach Hauptmann Eilram suchen. Gehen wir. Kümmern wir uns um Aufseher Arus und holen wir diesen Schlüssel. Dann los, Jungs. Folgt mir. Hey, Arus, ich schulde euch was. Für Borgard. Ja, natürlich. Kannst du nicht mal warten, bis ich hier durch bin? Ich hab gesehen, dass ich den Schlüssel schon am Rausholen war. Schnappt euch den Schlüssel in der Truhe dort. Ich werde nach den anderen sehen. Wir treffen uns an der Durchgangstür. Hätte ich ja gerne gemacht, aber der hat mich überrascht. So, wir treffen uns an der Durchgangstür. Das ist gut. Ich habe noch keine Ahnung, wo. Ich glaube, das ist dieses, was ein bisschen komisch ist, da oben. Dann nehmen wir hier unten nochmal eben die Sachen mit, wenn hier gerade keiner steht. So. Guck, guck. Schon tot. Die Frage ist, wie kam man jetzt nochmal da hoch? Weil die Leiter konnte man nicht benutzen. Ah ja, hierdurch war das, genau. Sprecht mit dem Hauptmann. Jungs, sammelt euch doch einfach mal alle an einer Stelle, dann seid ihr schneller tot. Sun jetzt wieder her. Weit und breit kein Oger. Und dann auf einmal taucht der hier auf. So, ah ne, ich dachte gerade, das wäre ein Skelett oder so. Nein, ich gehe jetzt nicht dauernd aus dem Weg raus. Ihr geht mir auf den Sack, Jungs. Warum sind hier so viele von euch drin? Obwohl eigentlich, streng genommen, hätte ich natürlich auch durchlaufen können. Dann hätte ich sie wirklich alle auf einen Blick gehabt. Hallo? Dass die aber auch weitermachen, obwohl neben denen gerade die Typen hier kaputt gehen, ne? Das verstehe ich nicht. Die müssen entweder so eine Angst haben oder ich weiß auch nicht. Vielleicht schon so im Wahn sein, dass die einfach weiterarbeiten. Wer weiß. Ich meine, wir sind in Kalthafen, ne? Das heißt nichts Gutes. Wir müssen... Oh, hi. Dich kennen wir doch. Also noch nicht, aber bald. Also ich kenne sie. Ah, Sterbliche. Ihr seid eine interessante Kreatur. Was macht ihr hier oben? Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich euch das beantworte, oder kleine Sterbliche? Es erübrigt sich eigentlich zu erwähnen, dass es mich erheitert, hier in aller Ruhe abzuwarten und euch dabei zuzusehen, wie ihr euch abmüht. Macht euch aber keine Sorgen um meine Sicherheit. Die niederen Dedra werden mir nichts tun. Warum kümmert es euch, was mit mir geschieht? Selbst wenn ich mich euch erklären würde, bezweifle ich, dass ihr es verstündet. Die Politik im Reich des Vergessens übersteigt schlicht und ergreifend die Möglichkeiten des primitiven Verstands eines jeden Sterblichen. Könnt ihr mir helfen, die Kriegergilde zu befreien? Ich werde euch nicht daran hindern, meine teure Sterbliche. Betrachtet das fürs Erste als Hilfe. Aber eines solltet ihr wissen. Der Ausgang dieses Ortes ist derzeit nicht verfügbar. Ich gehe fest davon aus, dass ihr dies jedoch schon in allernächster Zukunft ändern werdet. Wisst ihr, wo die Hauptleute der Kriegergilde sind? Oh ja. Es war höchst unterhaltsam, ihnen zuzuschauen. Sie kämpfen gegen die Fäden eines Netzes, das sie nicht sehen können, und das bringt mich zum Lachen.
Ihr Sterblichen, ihr seid so leicht zu manipulieren. Was es doch für eine Freude ist, mit euch zu spielen. Ihr steckt also hinter alledem? Nein, kleine Sterbliche. Ich bin weder eine Gefängniswärterin noch ein Folterknecht. Ich bin einfach nur eine desinteressierte Zuschauerin, die ein winziges bisschen Freude an eurer Misere hat. So, ich denke, das ist oben. Ich weiß noch, dass man hier mal viel nach oben laufen musste, dann wieder nach unten. Spione. Überall sind Spione. Und Assassinen. Skordo hat mich auf die Suche nach euch geschickt. Skordo? Es könnte einer der Meuchelmörder von Arrak sein. Ihr könntet einer ihrer Spione sein. Traut niemals einem Ork oder einer Spionin. Gesegneter Leki, ich weiß einfach nicht mehr, wem oder was ich noch glauben soll. Dieser Ort setzt mir zu. Uns allen. Ich bin keine Spionin. Ich bin hier, um zu helfen. Das würde jede gute Spionin auch behaupten. Es könnte nicht schaden, wenn ihr beweist, dass ihr keine Illusion seid oder eine Spionin. Ich sage euch was. Mein Schwert ist da drüben bei den Orgrim, die uns angegriffen haben. Holt mir mein Schwert und wir unterhalten uns. Trefft mich in der Nähe von Arraks Lager. Ich habe ein paar Fragen. Dieser Ort, er verwirrt einem den Geist. Arrak hat den Verstand verloren. Sie sagt, ich hätte ihren Stellvertreter getötet. Sie hat uns angegriffen und ist danach davongelaufen. Jetzt hat sie ihr eigenes Lager im Westen. Und sie schickt immer wieder Spione und Meuchelmörder los, um mich zu töten. Was ist so wichtig an eurem Schwert? Es ist mein Schwert. Und davor gehörte es meinem Vater. Ich habe es fallen lassen, während ich gegen einen der Orgrim kämpfte. Falls ihr keine Illusion seid, dann werdet ihr es für mich besorgen. Und wenn ihr doch eine Illusion seid, dann werdet ihr euch wohl auflösen. Und damit hat diese Sache dann eben auch ein Ende. Wie seid ihr auf diesen Stockwerk gelandet? Die Dremore haben uns hier runtergeschleift und aufgeteilt. Wahrscheinlich, weil wir so leichter zu kontrollieren sind. Mir ist zwar bewusst, dass die Dremora immer wieder versuchen, unseren Sinnen einen Streich zu spielen, aber die ständigen Qualen zehren dennoch an einem. Sie machen einen mürbe, bis man nicht mehr klar denken kann. Habt ihr mal mit Arrak gesprochen? Bevor dieser Ort sie in den Wahnsinn getrieben hat, war Arrak eine gute Freundin. Aber jetzt? Ich muss Arrak wieder an Bord holen oder sie aus dem Weg schaffen. Dann kann ich hier alle herausholen. Ich werde zu ihr gehen und noch einmal mit ihr sprechen. Dann tut das. So, wir kümmern uns in der Zeit um das Schwert, was aber tiefer ist. Das heißt, wir müssten hier rum. Ah, da ist es doch. Irgendjemand hat sie alle platt gemacht, aber das Wichtigste liegen lassen. geht zum Lager. Das Problem ist, das ist, glaube ich, nicht oben, sondern unten, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ne, da steht tiefer. Genau, da müssten wir unten irgendwo rum. Sache, das ist eine riesige Hin- und Herlauferei. Daran erinnere ich mich noch. Das ist auf der anderen Seite. Ach ja, man sieht es hier auch. Das war ein wenig blöd, weil da musste man wieder ganz runter. Kommen wir hier runter? Ohne, dass wir sterben. Ich muss mal schauen. Nein, das war die falsche Taste. Wäre nur gut, wenn ich nicht aufgespießt werde beim Runterlaufen. So, hi. Ich laufe mal an dir vorbei. Ich habe gerade keine Nerven dazu. Ich glaube, ich muss wieder hinten rum, oder? Ja, genau. So, ich hoffe, das ist nicht wieder der Gang, wo wir durch zig Oger durch müssen. Genau. Ei, 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 ei.
Wenn die denn nur dann kämpfen würde, wenn ich drücke, ne? Aber... Nichts zum Looten heute. Sauerei. Nee, du bist noch nicht ganz gespawnt. An dir kann ich noch vorbeilaufen. So. Links. Das ist etwas höher. Okay, dann müssen wir hier rum. Auge vorbei. Zum nächsten Auge. Ich habe keine Angst vor euch. Brauchst du auch nicht, Basti. Brauchst du auch nicht. Wäre nur schön, wenn du auch dabei sein würdest, wenn ich kämpfe. So, Frage ist, das ist jetzt da oben. Ja, geh auch da hoch. So. Hallöchen. Ich schätze, dann seid ihr doch keine Illusion. Nein. Skordo hat auch für eure Existenz gebürgt. Er bürgt für nichts. Also müsst ihr ihn wirklich beeindruckt haben. Ich habe euer Schwert zurückgeholt. Ich hatte schon damit gerechnet, dass ihr es mir nicht gebt, sondern mich niederstecht. Es ist schwierig, an einem solchen Ort Vertrauen zu jemandem zu fassen. Doch wie ihr sehen könnt, entwickelt sich hier gerade ein Problem. Ara kann kaum davon ablassen, uns anzugreifen. Wir müssen diese Angelegenheit auf der Stelle bereinigen. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie wir das schaffen können? Arak sagt, sie könne den Stimmen ohne ihren Helm nicht die Stirn bieten. Sie sagte, die Augen hätten ihn. Ich glaube, sie meint die Beobachter. Vielleicht wird der Helm sie beruhigen. Ich werde ihren Helm finden. Vielen Dank, dass ihr das tut. Sinfai wollte ihn selbst zurückholen. Aber um ehrlich zu sein, sind wir nicht gerade in der besten Verfassung. Keiner von uns könnte einen Kampf gegen einen Beobachter überleben. Oh, ich habe gerade einen niedergestreckt, also so schwer sind die nicht. Moment, Helm, das ist dann auf der Seite. Die spricht noch nicht mit mir, okay. Die nehmen wir direkt mal mit hier. So, da muss ich dann wieder runter, glaube ich. Tiefer, ja. Ja, ja. Das ist so ätzend, weil man immer so hin und her musste hier. Das habe ich noch gut in Erinnerung. Ach, da hinten drauf. Hallöchen. Der einzige Weg aus meinem Turm der Lügen ist der Tod. Ja, oh, ich dachte, der schleudert mich jetzt hier runter. Boah, ich habe mich jetzt extra zur Seite gestellt. Ach, das ist... Moment. Ach, hier. Warum hängt der hier so komisch dran? Ich hatte zuerst gedacht, der ist auf der anderen Seite. Aber gut. So geht's natürlich schneller. Ich hoffe jetzt nur, dass wir hier... Oh, wir haben keine Verbindung, ne? Oder? Kommen wir da durch? Ja. Oh, sehr schön. Kommt man hier doch irgendwie wieder zurück? Hi. Dieser Ort, er stellt seltsame Dinge mit dem Verstand an. Ja, ja, ich weiß, ich war hier auch schon ein paar Mal. Hauptmann Ayran sagte, ihr bräuchtet euren Helm. Woher weiß ich, dass ihr nicht nur eine Ablenkung seid, damit Ayran sich hinter mich schleichen und mir einen Dolch in den Rücken rammen kann? Wartet, das ist mein Helm. Ich bin so verwirrt, aber Ayran hat doch meinen Freund Ifris getötet. Ayran versucht, alle hier drinnen zu befreien. Ihr solltet mit ihm sprechen. Ihr habt Ifris getötet, Ayran. Was gibt es da noch zu sagen? Beherrscht euch, Arak. Ifris ist keiner von uns. Er ist der Bastard, dem der Laden hier gehört. Man führt euch an der Nase herum. Hier ist unsere Namensliste. Ifris werdet ihr darauf nicht finden. Lasst mich das sehen. Ich bin sicher, ich kenne ihn. Oder nicht? Wir müssen einen Weg finden, aus diesem Turm der Lügen zu entkommen. Wer ist das? Ist das ein Dremora? Ich habe diese Situation langsam satt. Es wird Zeit, dass wir Ifris Einmischung beenden. Ihr müsst Ifris töten. Ich brauche ihn tot.
Anscheinend verfolgen wir ein gemeinsames Ziel, über das wir reden sollten. Hilfe von einem Dremora? Warum habe ich dabei gemischte Gefühle? Weil das nicht gerade die besten Hilfeleister sind? Wir haben ein gemeinsames Problem, kleine Sterbliche. Es ist nur sinnvoll, dass wir zusammenarbeiten, um es zu lösen. Warum bietet ihr mir jetzt plötzlich eure Hilfe an, wenn ihr doch vorher nicht das geringste Interesse daran hattet? Haben wir beide denn eine Wahl? Ifris erschuf die Barriere, die den Weg aus diesem Gefängnis versperrt. Schaltet Ifris aus, dann bricht die Barriere zusammen. Um ihn zu töten, müsst ihr ihn aber erst finden. Und könnt ihr mir den Weg zu Ifris zeigen? Wie süß, dass ihr fragt. Ifris versteckt sich hinter Illusionen. Ich habe sie beseitigt. Er hat etwas, das mir gehört. Und ich will es zurückhaben. Tötet ihn, dann sind unser beider Probleme gelöst. Aber macht schnell. Er wird schon bald bemerken, dass seine Verteidigung dahin ist und sich erneut verbergen. Ich werde mich um Ifris kümmern. Werdet ihr mir helfen? Och, kleine Sterbliche. Ich habe euch schon mehr Hilfe geboten, als ihr verdient. Der Rest liegt nun an euch, wie man so schön sagt. Na gut, ich glaube, er war noch ein Stück höher, ne? Genau. Dann... dann gehen wir nochmal kurz hier rein, weil da ist eine schwere Kiste. Es tut mir leid, Madame, die musste ich mal eben mitnehmen. So, der Beobachter interessiert uns nicht, sondern er ist hier oben. Wo auch nochmal ein Beobachter ist nebenbei im Meer. Sterblicher Schwächling, ich weiß nicht, wie ihr meine Illusionen überwunden habt, aber es wird euch sowieso nichts nützen. Gut gemacht, ist ja auch kleine Sterbliche. Ihr habt Ifris getötet und ich musste nicht einmal einen Finger rühren. Herrlich. Ich denke, wir werden uns wiedersehen. Ich freue mich schon darauf zu sehen, in welchen Schlamassel ihr euch als nächstes bringt. Naja, hat sie vielleicht nicht ganz unrecht. Gut. Leider hat sie nicht gewartet, bis der Kampf zu Ende war, um mit uns zu sprechen. War jetzt sehr schade, weil man jetzt nicht viel verstanden hat. Aber wir müssen... da mit dem Hauptmann sprechen. Bei Malakats blutigem Streitkolben. Ich fühle mich viel besser. Die unerträgliche Wolke aus Angst und Verwirrung hat sich endlich gelüftet. Ich schätze, das habe ich euch zu verdanken. Ich habe Ifris getötet. Das dachte ich mir. Gleich nachdem die Barriere zusammenbrach, haben wir angefangen, Leute durch das Portal zu schicken. Es gibt eine Stadt in der Nähe. Wir haben sie gesehen, bevor wir gefangen genommen wurden. Wir werden uns dort neu gruppieren. Ihr solltet auch von hier verschwinden. Ich sorge nur dafür, dass die Nachzügler zum Portal kommen. Übrigens habt ihr Skordo schwer beeindruckt, was keine leichte Sache ist. Ihr findet ihn auf der anderen Seite. Er möchte mit euch sprechen. Mit Skordo sprechen, verstanden. Sonst noch etwas, bevor ich gehe? Schaut euch den Kristall an, den wir entdeckt haben. Aelram glaubt, er könnte eines der Lichter von Meridia sein, von denen uns die Magiergilde erzählt hat. Wenn das der Fall ist, könnte er für unsere Bemühungen hier von unschätzbarem Wert sein. Ja, den werden wir uns natürlich anschauen und der ist hier oben, so wie es aussieht. Das heißt, ihr müsst das hier nicht zwangsläufig machen, aber es ist natürlich ganz gut, wenn ihr das macht. So, ein Licht haben wir gefunden und ein Portal zur leeren Stadt. Dahinter haben wir noch was. Ach, das ist nur normales Ahorn. Ja gut, nehmen wir jetzt trotzdem mit. Benutzt das Portal. Okay, in dem Fall sollen wir es auf jeden Fall. Ja, müssen wir ja sowieso, weil wir kommen sonst auch gar nicht mehr ja aus der Grube raus. Und wir müssen noch mit Skordo sprechen. Ihr habt uns geholfen, von diesem furchtbaren Ort zu verschwinden. Das werde ich nicht vergessen. Ich bin froh, dass ihr den Turm der Lügen überlebt habt. Ihr hättet euch auch nur um eure eigenen Angelegenheiten kümmern und uns unserem Schicksal überlassen können. Doch das habt ihr nicht. Ich schulde euch etwas. Wenn die merkwürdige Stadt dort drüben eine Taverne hat, geht die erste Runde auf mich. Und danke.
Weiß ich gar nicht, ob die jetzt eine Taverne hat. Also, was ich euch im Vorfeld noch nicht gesagt habe, je mehr ihr natürlich zusammensammelt, umso mehr gedeiht die Stadt. Also sprich, umso mehr Geschäfte entstehen dort. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, kommen dann auch neue Quests, die ihr dann mit der Zeit machen könnt. So, wir haben einmal ein Schild erhalten. Skordos Standfestigkeit von Meridias gesegnete Rüstung. Skordo, ihr seid frei. Bei Ifre. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin, euch zu sehen. Wenn ihr auch nur ein bisschen Hirn hättet, würdet ihr rennen und euch verstecken. Es tut mir aufrichtig leid, Skordo. Ich wollte nicht so viel Ärger verursachen. Ihr habt eine dädrische Armee direkt zu uns geführt. Ihr seid eine ignorante, hirnverbrannte Schande von einem Waldelfen. Schwächling. So etwas passiert mir nie wieder. Ich schwöre es. Danke nochmal für eure Hilfe. Jetzt entschuldigt mich bitte. Das Hinterteil dieses nichtsnutzigen Waldelfs wird jetzt Bekanntschaft mit meinem riesigen Stiefel machen. Oh je, oh je. Wir sollen mit der Stadtwahrerin sprechen, aber ich glaube, das ist nur, weil sie nochmal nachfragen möchte, ob wir einen Angriff machen möchten oder nicht. Ich schaue aber trotzdem nochmal kurz rein. Zur Sicherheit. Wo sind wir denn hier da? Seht euch um. Seht, wie die Leute die Straßen mit ihrer Anwesenheit erhellen. Es ist gut, dass dieser Ort wieder bewohnt wird. Woher sind sie alle gekommen? Eure Taten haben günstige Nachwirkungen. Jene, die ihr gerettet habt, haben auf ihrem Weg in die Stadt wiederum andere gerettet. Und die Magier haben stabile Portale nach Nirn geöffnet, durch die sie Hilfe nach Kalthafen holen können. Dank euch gedeiht die Stadt. Warum wurde ich gerufen? König Dunar und Vannos haben begonnen, die Truppen zu sammeln. Sie haben einen Kriegsrat hier in der leeren Stadt einberufen. Es gilt, Entscheidungen zu fällen, Pläne zu entwerfen. Die Zeit des Krieges naht rasch heran und wir müssen für sie gewappnet sein. Gibt es noch andere da draußen, die gerettet werden müssen? Ich spüre andere Lichter, die in der Finsternis gefangen sind. Ihr genauer Standort ist vor mir verborgen, aber ich kann ihre verzweifelten Hilfeschreie hören. Ihr müsst euch entscheiden. Werdet ihr weitere Verbündete suchen oder lasst ihr den Kriegsrat beginnen? Wo sind König Dunar und Vannos? Ihr werdet den Aeliidenkönig und den Magier in der Kathedrale finden. Sie erwarten euch. Sobald ihr die Kathedrale betretet, beginnen die Vorbereitungen für den letzten Ansturm zur Rettung Nirns. Ja, aber ich muss dazu sagen, dass wir noch nicht so weit sind. Also eigentlich sind wir so weit, weil wir mussten ja nur die ersten drei Quests machen, streng genommen. Aber ich habe ja gesagt, dass wir auf jeden Fall noch eine Quest machen. Und zwar, das kann ich euch mal kurz zeigen, ist das die Bibliothek der Dämmerung. Das ist hier unten dieses Ruinensymbol oder wie auch immer. Die Quest dazu heißt Durch die dädrische Linse. Die könnt ihr hier auf dem Weg überall annehmen. Und das dürfte meines Wissens nach die letzte Quest sein, die noch zur Magiergilde gehört. Also das heißt, wir haben jetzt, meine ich, die letzte Quest von der Kriegergilde beendet, wo wir noch Leute holen können. Und das dürfte die letzte Quest zur Magiergilde sein. Wie gesagt, es gibt noch zwei Quests mit Stibbons und die, für die er dient. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Laurent heißt die. Und die werde ich jetzt aber nicht machen. Ich meine, die gehören auch nicht zur Magiergilde. Ich kann mich jetzt auch irren. Ihr könnt die natürlich auch gerne machen, aber ich meine, die gehören nicht dazu. Also die nächste Folge wird sein Bibliothek der Dämmerung. Und danach werden wir mit der Hauptstory fortfahren. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.